Für den Ausbau des Türbelags an der Rückwand beim GLK ist es gut, wenn Sie den einen oder anderen Kniff kennen. Dann geht's ganz leicht. Los geht es bei den Griffen. Lösen Sie die Blende auf beiden Seiten. Jeweils zwei Schrauben halten die untere Verkleidung. Demontieren Sie alle. Mit einem Kunststoffkeil können Sie jetzt die untere Verkleidung abklipsen. Benutzen Sie dabei bitte ein Tuch, um die Lackierung der Rückwand nicht zu beschädigen. Noch die elektrischen Steckverbindungen trennen, dann ist das erste Teil der Verkleidung schon ausgebaut. Kommen wir zur mittleren Verkleidung. Clips, Klammern und Laschen. Damit ist die Verkleidung fest an ihrem Platz montiert. Teilweise mit der Hand, teilweise mit dem Keil. So lösen Sie rundherum die mittlere Verkleidung. Und bitte verwenden Sie auch hier wieder ein Tuch, um den Lack zu schützen. Die mittlere Verkleidung ist somit auch demontiert. Hier sind deutlich die Clips, Klammern und Laschen zu erkennen, die die Verkleidung an der Rückwand fixieren. Die rechte und linke Verkleidung oben können Sie ganz einfach von Hand lösen. Damit sind schon alle Komponenten ausgebaut und Sie kommen gut an die dritte Bremsleuchte oder den Heckwischermotor ran. Und der Einbau? Natürlich und unbedingt in umgekehrter Reihenfolge.